Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, es ist 19.45 Uhr. Habt ihr eure Wecker gestellt? Seid ihr reingegangen? Danke. Ich hoffe schon, Freunde, denn es ist 19.45 Uhr. Wir schauen in eine weitere JPP 2018 Qualifikation rein. Ja, ich bin gespannt, was Zepter damals in der Quali zu bieten hatte. Kam sehr, sehr gut an, die Quali. Kam sehr, 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 sehr gut an. Damn. 41.000 Likes, nur 4.500 Dislikes. Das ist, holy shit, das ist sehr gut sogar. Damn, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Das erste Battle von Zepter war ja, war das gegen Janakan? Ich glaube schon. Das war auf jeden Fall das erste, was ich mir hier gegeben habe mit euch. Und da fand ich Zepter gut. Da habe ich ja Janakan auch ein bisschen enjoyed. Ein paar Sachen haben mir an Janakan gefallen, muss ich sagen, ja. Vielleicht auch einfach, weil er extrem attraktiv ist, ja. Mit Aussehen kann Zepter nicht punkten. Aber, kleiner Joke am Rande, hey. Leute, ganz ruhig. Ich bin trotzdem gespannt. Let's go. Ach, Moritz Düring, Freunde. Der hat geile Videos gemacht immer. Da gab es aber auch Beef mit allen Leuten, Alter. Ich darf keinem Videografen mehr Props geben, Alter. Nachher lande ich wieder gefesselt irgendwo in einem Hinterhofzimmer. So macht man das, Leute. So komisch. Ich bin der Sieger, mich kriegt niemand weggebombt. Ich kann mich im JPB niemals im Leben wegficken. Verbreite mal Liebe, etwas Liebe in den Zorn. Zepter Mapter, Alter, not bad. Ich kann mich im JPB niemals im Leben wegficken. Verbreite mal Liebe, etwas Liebe in den Zorn. Sturm meinem Lieferwagen, eine Vielzahl an Verlierern in Kartons. So für weiteren Umsatz verkaufe ich Mika an ein China-Restaurant. Verlierer in Karton, so für weiteren Umsatz verkaufe ich Mika an ein China-Restaurant. Bro, das verstehe ich nicht. Verlierer in Karton, so für weiteren Umsatz verkaufe ich Mika an ein China-Restaurant. Verkaufe ich was? An Verlierer in Karton, so für weiteren Umsatz verkaufe ich Mika an ein China-Restaurant. Ey, stehen die Lyrics in der Beschreibung? Oh, Ehre! Kuss! Kuss, Kuss! Und für weiteren Umsatz verkaufe ich Mika an ein China-Restaurant. Ah, der Hund! Der fucking Hund von Jules, alright, I get it, Alter. An Verlierern in Karton, so für weiteren Umsatz verkaufe ich Mika an den China-Restaurant. Okay, ich wusste nicht, dass er den Hund meinte. Okay, dann macht es Sinn. Ich werde alle meine Gegner lächerlich machen, trete ihnen die Fresse ein, weil ich dachte, ich werde herzlich empfangen. Oh, ich fühle den Beat sehr, muss ich sagen. Der Beat ist sehr angenehm einfach, uiuiui, den werde ich mir zum Einschlafen mit einem anhören. Alle meine Gegner lächerlich machen, trete ihnen die Fresse ein, weil ich dachte, ich werde herzlich empfangen. Wie ein Schwanz in Tänzers Arschloch, ey, mich empört der Scheiß. Ist schon eine Leistung auf dem JPB-Bitch, eine Schwule als diverse zu sein. Das darf ich nicht zeigen! Das darf ich nicht. Ach, jetzt hab ich. Das darf ich nicht zeigen, Digga. Muss ich rausschneiden. Hurensohn, Alter. Sehr viel Penis in den Track sogar gebracht, dass diese Schwuchtel hat mehr hetero gerappt. Zu deren Belustigung könnte ich auch mal über meinen Schwanz rappen. Der ist so groß, da bleibt perplex, bleibt der Vergleich im Hals stecken. Die habe ich aber schon mal irgendwo gehört. Genau die Zeile habe ich irgendwo schon mal gehört. Hat die Verse nicht mal eine Zeile gekickt irgendwie? Irgendwie hat Diverse mal eine Zeile gekickt, die exakt so vom Aufbau war, glaube ich. Aber no matter, ist ja egal. Trotzdem geil, Alter. Einen Schwanz rappen, der ist so groß, da bleibt perplex, bleibt der Vergleich im Hals stecken. Schwul, Arschloch, Schwanz, der Part klingt schon vielversprechend. Mein Sack ist so dick, ich würde Eierkind den Kiefer brechen. Ihr könnt mir meinen Schwanz mal übelst lutschen. Wenn der Teufel Prada trägt, dann soll der Hurensohn meine Küche putzen. Was ist los, du klingst wie ein Bastard. Ey, das hab ich vermisst, Leute, das hab ich vermisst. JBB, Alter, ich hab's vermisst, diese Hooks, diese Sachen, die mich überraschen, dieser Cringe mit dem Dab, all solche Sachen habe ich vermisst, die Anglerhüte, Leute. Ich hab das JBB vermisst, Alter. Ich opfer, ich sehe noch mehr Bitches als ihr Jesse Pinkmans Fortschatz. Was ist los, du klingst wie ein Bastard. Oh, geile Hook, sehr, sehr geile Hook. Pinkmans Fortschatz. Was ist los, du klingst wie ein Bastard. Deine Tracks sind richtiger Abfuck, Abfuck. Hirnlose Spasti, ich zeig den Wack MCs jetzt wieder, wo ihr Platz ist. Ein Nazi geworden, denn mit Sensor Weimar und Johnny hat er drei Flaschen auf einen Gartner geworfen. Ich könnte Benz. Oh, 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 oh.
Das ist gut. Oh, warte, die Zeile ist übergut, glaube ich. Warte, ich muss sie entschlüsseln, Alter. Okay, warte ganz kurz. Denn mit Sensor war immer wieder, wo ihr Platz ist. Julian ist ein Nassi geworden. Denn mit Sensor war immer und Johnny hat ja drei Flaschen auf einen Gabel geworfen. Es gab mal dieses Ding, wo die Mom von Gio mit einer Flasche abgeworfen wurde. Gab's nicht so ein Ding? Es gab doch irgend so ein Ding. War das die Mom von Gio? Ich glaube schon. Die mit irgendeiner Flasche abgeworfen wurde, right? Das gab's doch. Und jetzt wurde nicht eine Flasche auf einen Gärtner geworfen, sondern drei Flaschen auf einen Gärtner geworfen. Stark. Bam, Alter. Geile Zeit. Ich könnte Benson ja Sklave nennen für ein paar harte Phrasen. Doch auf dem Markt ist der dumme Hurensohn weniger als Mangelware. Du bist so eine Missgeburt, diese Meinung vertritt sogar Julian schon. So ist das. Aha. Wenn Rapper ankommen und sagen, sie wollen mich behindert reden, klingt das ungefähr so authentisch, als würde Green übers Ficken reden. Cringe, macht euch mal den Erklärbär. Okay, die Dabs sind echt cringe jetzt. Damn. Holy fuck, die Dabs langsam. Der erste war okay, habe ich gefühlt. Danach ging's bergab, Alter. 1000 Parts gegen Johnny sind musikalischer Mehrwert. Ich sehe im JBB neben mir nur einen Haufen Flaschen. Deswegen war Jasper hier, hätte euch gerne aufgesammelt. Das war ein bisschen wack, das war nicht so nice. Fand ich vom Hörgenuss war das gerade nicht so nice irgendwie. Das hat nicht richtig reingepasst für mich. Einen Haufen Flaschen, deswegen war ja komische Pause und jetzt zu schnell für mich. Hier, hätte euch gerne aufgesammelt. Aber nur für mein Feeling, ja. Ernsthaft, Mann, scheiß auf Texte mit Niveau. Ich steppe ans Mike und mach auf dem JPP mal lächelnden Friedhof. Fickt euch alle ihr Wannabes und schreit eure Wackness ins Mikro. Will ich hängen mit einem Peachko? Ich häng mit einem Peachko. Was ist? Heißt der Typ Peachko, muss man den kennen? Wahrscheinlich nicht. Du klingst wie ein Bastard. Geil. Deine Tracks sind richtige Abfuck. Abfuck, ihr seid lächerliche Opfer. Ich sehe noch mehr Bitches als in Jesse Pinkmans Fortschritt. Was ist los? Du klingst wie ein Bastard. Deine ich will mich dazu auch bewegen. Abfuck, Abfuck. Irrelose Spaß, die sich zeigt den Rack MCs jetzt wieder, wo ihr Platz ist. Geile Quali. Okay, geile Quali, Digga. Real Talk. Anfang ein bisschen komisch, hier und da ein bisschen was Weirdes. Nicht alle Zeilen haben 100% gezündet. Aber soundtechnisch geil, Alter. Ein paar sehr gute Zeilen gehabt. Und musikalisch einfach auf einem hohen Niveau. Und wir haben jetzt hier auch noch, genau, die nette Dame, Freunde. Und da bitte auch einmal, genau. Leute. Ja. Moin, das ist der Peachko da, den man kennt, oder nicht? Exactly, hallöchen. Ich danke euch für diese Aufmerksamkeit. Damn, Freunde, das war actually nicht bad, Alter. Willkommen zum kleinen, großen Mini-Fazit. Qualifikation von Zepter, Mapter, Depter. Hier, im JBB. Oh, das nächste geht direkt an. Sehr stark, Alter. Anfang ein bisschen weird. Wie gesagt, komische Bewegungen, nicht alle Zeilen. Gerade im zweiten Part haben für mich 100% funktioniert. Aber musikalisch krass, sehr geile Hook, Alter. Er weiß halt auch, er weiß, wie er das ja benutzen muss, alles. Brr, schön gedabbelt, sehr, sehr nice. Und es waren wirklich gute Zeilen dabei teilweise, ja, die mir gefallen haben. Und flowtechnisch auch rasiert. Viel motivierter als jetzt die von gestern, zum Beispiel der Vergleich von Gotcha. Gotcha war so ein bisschen laid back, so ein bisschen, okay, ich schau mal. Und Zepter kommt direkt viel motivierter rüber, finde ich. Der hat viel, viel mehr Bock vom Feeling her so. Und probiert sich mehr aus. Hat mir gefallen, Leute, hat mir gefallen. Der Typ, ich sag mal so, der könnte es weit bringen im JBB. Wann ist Zepter rausgeflogen? Ich weiß es nicht, Digga. Keine Ahnung, auf jeden Fall, Leute. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben, damit euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen 19.45 Uhr wieder mit der nächsten Qualifikation. Diese wird die von Jay Different sein. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut gerne vorbei. Ansonsten, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Und